Und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Mitten im Kampf gegen Rotkappen. Ja. Genau, und der Placey ist auch wieder dabei. Der Kevin. Hallo. Wenn ich übrigens dann denke, dann... wenn ich dran denke, werde ich deinen Kanal natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Ist klar. Das wäre sehr nett. Ja, mache ich doch. Und manchmal bin ich etwas vergesslich. Dann, ach, das geht mir genauso. Ja. Ich mag Mythos nicht. Ich auch nicht. Obwohl die Mythos-Zauber cool ist. Ja. Alla, cool, jeder Mythos-Zauber hat irgendeine Waffe. Ist mir gerade so auch eingefallen. Ich werde langsam ein bisschen müde. Hast ja auch heute wieder gearbeitet. Naja, klar. Bin ja auch schon um 20 nach 6 wach geworden. Ist früh. Ja, und wenn man sich dann abends zum Let's Play hinsetzt, dann wird man dann doch recht schnell mit unter müde. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut, aber was soll's. Tüte Mel Ambrose. Wie sind die denn drauf? Was soll ich denn jetzt hier machen? Verschwörung gegen Ambrose. Der arme alte Mann. Ja, die sind bestimmt auf der Seite von Merlester. Ja. Ich traue dem nicht mehr. Oder ihr. Kritisch! Wie? Ach so, das war ja nur das Käferchen. Ich wette, meine Stimme ist jetzt viel leiser, ne? Also, ich merke jetzt keinen großen Unterschied. Ja, ich liege jetzt gerade so gemütlich in meinem am Stuhl zurückgelehnt. Oh, wäre das schön, wenn ich so Let's Playen könnte. Ja, so ganz auf dem Sofa einfach. Ja. Das wäre tatsächlich cool. Aber das geht nicht. Weil ich wette, man hört das jetzt im Video, dass meine Stimme ziemlich schlecht zu verstehen ist. Ganz anders, als wenn ich mich hier so ganz nah ans Mikrofon dran setze. Ja, so. Man hat so ein bisschen so einen Hall. So, weil du ja, dann hört man so den Raumklang mit. Das ist doof. So, Sirius macht den Orkan. Doch nicht. Hä? Ja, dein Tierchen macht was. Ja, mein Tierchen hat mir meine Klinge gegeben. Die habe ich ausgewählt. Aha. Anfang Mohong. Hau. Das sah ja schon beim Zusehen schmerzhaft aus. XD. Wie? Duangens. Mastrond. So, damit ist der Kampf. Das schon wieder. Ja, das macht Schaden, Alter. Das ist unglaublich. Dauert noch lange, bis ich da mal hinkomme. Ja. Level 100. Bei dir ja nicht mehr allzu lange. Doch. Ja, komm, 20 Level oder bei mir sind es wie viel? 53. Ja, es wird aber trotzdem noch ganz schön lange dauern. Meinst du denn, es wird irgendwann ein Update geben, dass man über 100 Level kann? Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich warte ja die ganze Zeit darauf, dass Pirate... Du kennst ja Pirate 101, ne? Ja. Hast du ja mal letzte Test gemacht. Richtig. Ich warte die ganze Zeit, dass das mal ein Deutsch-Update kommt, aber es kommt und kommt nicht. Aha, ist das immer noch auf Englisch?
Ja, ich verstehe es nicht. Ist irgendwie nur das Englisch. Es gibt zwar manche Seiten, die dann alles übersetzen, aber nö. Die machen ja, das von sich aus selber. Das ist ja blöd. Ja, ich meine, guck mal, Wizard 101 kam 2009 raus, ne? Und 2011 kam das nach Europa und dann auch in Deutsch. Also 3 Jahre nach Veröffentlichung. Ein Zauberer! Ja. Ja, vielleicht sieht das noch aus Deutsch. So, Bosskartenspiel. Ich habe ja hier dieses Dragomon Hunter Spiel. Ich weiß ja auch jetzt auf Englisch. Ja. Und das wird bestimmt auch noch ewig dauern, bis das auf Deutsch draußen ist. Aber ja, im Grunde genommen ist das ja so. Englisch ist ja die Weltsprache. Ne? Das ist ja klar, dass dann Deutsch. Deutsch spricht man ja nur in 3 Ländern, 4 Ländern. Also. Wundert mich's nicht. Nur ist halt schade. Ja. Ich sehe gerade, das große Feuerprisma kann ich hier gar nicht machen. Das wäre total doof. Ach weil so. Ich dann auch das Prisma auf den Zwischengegner hier machen würde. Und das wäre ziemlich dumm. Und das andere sind ja nur normale Gegner, die jetzt nicht so eine hohe Resistenz haben wie die Zwischengegner, wie die Bosse. Hä? Hat sie das jetzt gemacht, oder? Ja, in dem Moment. Der hat jetzt gemacht, wandle Eisangriff in Feuer um. Ah. Ich hätte das umgekehrte Prisma gehabt für alle Gegner. Ah, okay. So dass du einen dicken Eisangriff auf ihn machen kannst. Aber die Amelie ist, glaube ich, auch Eisschülerin, ne? Ich glaube tot, oder? Tot? Sieht so von der Rüstung aus. Stimmt. Aber die kann man ja eigentlich auch Fermi, ich weiß nicht, weil sie tot aus. Ja, Godzilla ist auch eine coole Attacke. Ja. Ja, nicht wenn sie auf mich ist. Hilfe. Nee, dann nicht unbedingt. Was hat denn die Amelie für einen coolen Titel? Hast du gesehen, die heißt, hat als Titel Mayas Albtraum. Ja, das ist her. Wo hat sie das denn herbekommen? Das frage ich mich auch. Ich mach mal auf diesen Fever nochmal Eis. Zinter. So, was habe ich denn da? Guck dir das mal an, die Amelie hat 6000 Lebenspunkte. Krass. Das ist 6000. Ja sogar... Oh, ich glaube, das ist das Höchste, was ich bisher gesehen habe. Ich auch. Hä? Ja, dann hat sie aber wahrscheinlich immer nur auf Leben gepunkt und weniger auf Resistenz. Ja. Ja, aber im Grunde genommen, weiß gar nicht, was besser ist. Weiß ich nicht. Tja, ich denke, es wird sich am Ende des Spiels zeigen. Oder in den höheren Levels, was effektiver ist, ne? Ja. Ich muss auch sagen, ich habe bis Level 30 auch immer nur auf Leben gepumpt, aber dann habe ich gemerkt, wie viel Unterschied tatsächlich so 20% Resistenz macht oder so. Mhm. Das ist verdammt viel. Wie viel hat die? 6032, ja krass, ne? Das brauche ich jetzt nicht. Ach, ich heile mich mal. Du. Machen wir das. Ja, komm, Kevin, mach das mal. Aber wir sind auch gegen... du bist Feuer und ich bin Eis. Das ist auch gut. Interessant. Wieso hast du Eis gewählt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war, weil ich... ich hatte davor Sturm. Das war meine allererste Klasse und das habe ich gehasst, weil es nie getroffen hat. Mhm. Weil das hat ja die niedrigste von allen.
Ja. Genauigkeit. Und dann habe ich Eis genommen, weil ich auch sehr viel Schaden bekommen habe durch Sturm. Und Eis hat am Anfang sehr viel Verteidigung und all, ich meine, Leben. Ja. Und die Attacken sind ja auch ganz cool. So. Ja. Ich glaube, die spricht mit mir. Oh. Ich greife mal auch diesen Hauptboss an. Ich weiß jetzt nicht, der gleich stirbt. Oh, ja, jetzt ist sie vorbei. Meint, ich wollte gerade sagen, reicht wahrscheinlich eh nicht für den Hauptgegner hier. Stimmt, das macht ja nur. Ja, genau. Ja, da fehlt noch was. Och, die kleinen Jungs, die sind aber platt. Ja. Hä? Jetzt weiß ich nicht, welcher Kevin denn. Platt! Sieht auch cool aus. Ja, auf jeden Fall. Aber den kriege ich ja sogar auch bald irgendwann. Ist ja auch eine Eisattacke. Den habe ich auch noch nicht so wirklich häufig gesehen, den Angriff. Der ist auch ulkig, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was wollte Amelie? Wollte die von mir oder von dir? Der ist wohl, sie schnitt. Frostriese, was haben wir hier? Kapuze des Heiligen Sees. Aha, brauche ich nicht. So, gibt's hier noch was mitzunehmen? Da gucken wir doch mal. Schauen wir mal wieder nach oben. Ja. Schauen, was es so gibt. Ah, hier, guck mal, so ein Topf auf dem... Die haben bestimmt gerade hier gegessen. Was gibt's denn da? Liga Suppe. Suppe gibt's. Heute gibt es Suppe. Oh, ich habe auch Hunger, ey. Jetzt, wenn ich das jetzt sehe. Bei Suppe bekommst du Hunger. Ja, generell Essen. Ja, gut, bei der Suppe jetzt eher weniger, wenn ich mir so die Farbe angucke und so. Ich habe tatsächlich Hunger. Zu dieser späten Stunde. Ich habe heute noch nichts gegessen, so glaube ich. Warum nicht? Weiß ich nicht. Doch, ich habe einen Toast gegessen. Oh, ja, das ist ja natürlich sehr reichhaltig. Ja. Ich nur das Beste kommt auf den Tisch. Ich habe heute schon viel zu viel gegessen. Ich will gar nicht erzählen, was ich alles schon gegessen habe. Wir haben uns heute Abend Wraps gemacht. Ah, die sind lecker. Boah, voll lecker. Richtig gut. Du hast Lady Elizabeth gerettet. Wie deine Waffe hat, ich könnte ein Lied über dich dichten. Ich will wissen, warum sie diesen Untertitel hat. Mayas Albtraum. Frag sie doch mal. Stimmt, warte mal. Aber die, nee, sie ist gerade draußen, kann jetzt nicht fragen. Es ist an der Zeit, dass ich diesem Unwirtlichen auf den Rücken kehre. Wie ich hörte, soll das kühle Land Nodor in dieser Jahreszeit recht lieblich sein. Gehe zum Klingt Abend, nämlich cool. Gucke mich die Karte von Nodor. Während ich an meinem Lied weiterarbeite, ich meine natürlich, während ich versuche, mich zu erinnern, wo dein Hirtenstab der Herrschaft abgeblieben sein könnte. So, jetzt müssen wir eine Karte besorgen. Oben habe ich mir schon wieder alles angeguckt. Irgendwie immer das Gleiche. Nichts. Nichts. Also ist so, was kommt überhaupt nach Avalon ist das hier, ne? Was kommt überhaupt, was ist die nächste Welt? Danach kommt Azteca. Azteca, also okay. Das ist so angelehnt an das alte Inka-Reich. Hm. Ja, Geschichte und, interessiert mich ja super. Und Dinosaurier und so ein Kram. Ja. Und danach geht's schon nach Chrysalis, ne? Oder? Ja, ich glaube, ja, die gibt's auch noch. Ich weiß jetzt. Krass. Da bin ich ja schon wirklich weit inzwischen, ne? Ja, du hast ja auch über 800 Folgen jetzt. Ja, wird ja auch irgendwann mal Zeit, ja, dass man weiterkommt.
Die 1000 Folgen, die machst du auch noch. Auf jeden Fall. Ja. Da zweifle ich gar nicht dran. Es wäre ja cool, wenn der endgültige Endboss Folge 1000 wäre. Ja, das wäre natürlich ein krasser Zufall. Wie du das mit Merlester gemacht hattest. Ja, das war aber auch echt, das war auch ein ziemlich krasser Zufall. Ich meine, das sind dann auch anderthalb Stunden gewesen, ne? Die Folge 500. Sodass ich natürlich gesagt habe, okay, das ist jetzt alles nur Folge 500. Aber trotzdem hat es sich ja zufällig getroffen, ne? Aber ich muss sagen, die Folge habe ich mir gar nicht angeguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte. Ja, ist auch völlig okay, würde ich auch nicht machen. Ich gucke mir auch Sachen nicht an, wo ich Gefahr laufe, mich zu spoilern. Ja. Ich meine jetzt hier, das ist ja auch jetzt mehr oder weniger ein Spoiler, aber das ist mir eigentlich egal, weil das ist jetzt nicht viel, ne? Ja, außerdem kriegst du ja auch jetzt hier von der Geschichte gar nichts mit und so. Ja, eben. Und vielleicht mal ein paar Gegner. Aber das ist ja wirklich nur ein Bruchteil dieser ganzen Welt. Und das nehme ich natürlich in Kauf, wenn ich mit dem Kaius aufnehme. Das ist natürlich. Dann ist das das kleinste Problem. Ich bin gerade hier verschlungen in der Truppe, die hinter dir läuft. Das ist sehr interessant. So voll der Punk. So, jetzt spreche ich schon wieder mit dem Typ hier. So ein Wettrennen gerade hier. Hallo Ines. Ines. Ich bin sicher, dort wissen Sie mein musikalisches Talent zu schätzen. Aus dem Weg, ich muss hier weg. Das Schwert der Könige? Ach ja, das. Du musst es ganz genau wissen. Nun, das muss auf dem Schlachtfeld der Feen und Rotkappen gewesen sein. Frag doch einfach Dedria Kender. Sie weiß es sicher besser als ich. So, Leute, damit ist diese Aufnahme, diese Folge auch schon wieder beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao. Tschüss.